Welcome to Gamescom 2011 in Cologne. Flying World. Bis jetzt ist super cool, ja. Mir gefällt es halt einfach vom Stil her, weil es ist dunkel, gruselig und so weiter. Hier ist alles vertreten, kleine Menschen, große Menschen, alle spielen Rift, Rift, Rift. Hast du denn schon Rift gespielt? Ja, ich hab's mal angetestet. Was gefiel dir denn besonders gut? Ja, die Landschaften, das Grafikdesign ist richtig nett. Wenn ich merke, dass die Bugs gefixt worden sind, von der Grafikdesign her, werde ich auch mir das Spiel kaufen. Das steht fest. Was findest du denn? Unterscheidet sich das Spiel Rift zu anderen Spielen? Ja, einfach von der Story schon grundauf her, dass die ganzen Attacken sind nochmal neu. Das heißt, man hat komplett verschiedene Systeme, halt verschiedene Arten zu raiden, Gruppen zu suchen und ähnliches, und es fasziniert mich einfach, weil es halt auch sehr detailgetreu ist und halt auch von den Attacken halt mal was Neues. Oh yeah, 80,000 kids, fantastic. There's nothing like Gamescom, it's the best. You are the godfather, you are the developer. Exactly. These are the people we make games for. It makes you feel like, wow, you know, people love our game. I'm meeting fans, I'm meeting people who haven't tried the game. It's just fantastic. It really revs you up. I'm a little hoarse because I'm talking all the time. I'm meeting so many great people. Do you live this also in real life? No, I have a real job. I'm a normal person. Super! Was gefällt dir denn daran? Die Grafik ist eigentlich toll. Die Idee finde ich super, habe ich vorher so noch nie gesehen. Habt ihr Rift gespielt? Ja, ich spiele es auch zu Hause. Ah, hast du dir das schon gekauft? Ja, schon in die Beta habe ich es mir geholt. Was gefällt dir denn an Rift? Die Risse, die öffentlichen Risse und die Raids sind gut gemacht. Ja, ich finde besonders geil an Rift die Grafik erstmal. Die Community bei Rift ist viel lockerer, viel offener, auch für neue Elemente im Spiel. Und ich als Gildenmeister habe natürlich auch immer viel Arbeit im Spiel, ne? Also nicht immer nur zocken. Da Trier noch immer neuen Content liefert, hast du jetzt nicht, sag ich mal, wie bei anderen Spielen, MMOs, dass du, was weiß ich, 3-4 Monate an einem Content am Rumlutschen bist, sondern du hast sofort immer neuen Content da, neue Herausforderungen, neue Erfolge. Und ich hoffe, das Spiel so, sag ich mal, gleich bleibt, beziehungsweise, dass die diesen Faden nicht verlieren und das Spiel auch nicht zu sehr nerven, dass das, sag ich mal, zu viel Casual Gamer halt im Spiel sehr viel Erfolg haben können, weil das zeichnet Gilden wie uns aus, dass wir einfach über die Spielzeit, die wir haben, die Erfolge kriegen. Ja, und das ist auch Ansporn für andere Spieler, dass die dann auch Rift anfangen zu zocken, wenn die sehen, ey, Solaris, die raiden viel, die haben geiles Equip. Bei Rift zahlst du deine 13 Euro, hast vollen Zugang, hast keine Probleme und die Leute bezahlen halt für das Spiel monatlich. Und dementsprechend hat man noch nicht unbedingt immer, ja, das Niveau ist halt auf einem guten Level, ne? Macht einfach Spaß.